Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Heute wieder am Mikro. Die Jasmin. Und der Jan. Und heute machen wir es endlich. Heute hören wir auf mit dem Podcast. Nein, heute lösen wir das Brettspielschachtelrätsel auf, das letzte. Stimmt, da war ja noch eins. Und diesmal reden wir auch darüber. Wir haben auch ein paar Antworten bekommen, aber für alle die nicht mehr wissen, um was es genau ging, spielen wir natürlich nochmal das eigentliche Brettspielrätsel ein. Also viel Spaß bei dem alten Brettspielrätsel. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Das kleine Kind erklärt. Hallo kleines Kind. Hallo. Du hast dir heute wieder ein Spiel ausgesucht. Mhm. Dann fang mal an. Ich glaube, das wird diesmal ein schwierigeres Spiel. Mhm. Also ich sehe eine Maus mit einer Karte, ein Vogel mit einem Bogen, ein Waschbär mit Messer und ein Stock und noch eine Katze mit einer Axt. Und die Mama hat ja gesagt, du sollst auch ein bisschen die Farben beschreiben, weil beim letzten Rätsel da war das nicht ganz so einfach. Okay, beim Buchstaben ist rot, gelb, orange, blau. Und am Himmel ist orange und gelb. Und der Boden ist orange und da ist so ein Fluss. Und da ist ein Baum. Das reicht, oder? Ja. Yeah. Wissen die Leute das jetzt? Ja, yeah, blau. Und die Buchstaben sind schwarz. Die Buchstaben sind ja schwarz. Das ist ganz wichtig, ne? Da draußen. Also die Buchstaben sind schwarz. Das ist total wichtig. Damit habt ihr das jetzt erraten, ne? Ja. Yeah. Sollen wir dann uns verabschieden bis zum nächsten Mal? Ja. Dann sagen wir tschüss. Tschüss. Hey, wieder draußen, das Spiel heißt Hut. Ja. Hut. War klar, schwarze Schrift. Ja. Also damit habe ich es auch gleich. Mäuse, Vögel, Waschbären und Katzen. War mit, vielleicht eindeutig. Mit der Axt. Das Interessante ist, dass sie die helle Bade als Axt gesehen hat. Ja, das kennt das Kind ja nicht. Ja, aber unsere Zuhörer da draußen haben das natürlich gleich. Also die Katze hat die helle Bade und nicht die Axt. Also die wussten, dass ein Kind mit einer Axt eine helle Bade meint und haben uns deswegen natürlich auch die Lösung geschickt. Weil der Vogel mit dem Bogen ja nicht eindeutig genug war. Und das könnte ja auch eine Armbrust gewesen sein. Dem Messer und dem Stock. Und der schwarzen Schrift. Die schwarze Schrift. Wir haben ja schon mal drüber geredet, nicht jeder gewinnt was. Das heißt, wir würfeln das jetzt aus. Wer gewinnt? Die Eins. Die Eins. Da hast du aber relativ gut gewürfelt, weil das wäre Martin. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen unseren ultimativen Preis. Wir folgen dir auf Twitter, Instagram, such dir etwas aus. Jetzt weiß ich leider nicht, wie dein Nachname ist. Also jeder Martin, der das jetzt hört, wird sich vielleicht angesprochen fühlen. Aber deine Nachricht war, hallo Jasmin, hallo Jan. Das kleine Kind beschreibt natürlich die Schachtel vom grandiosen Root. Grandios deshalb, weil ich aufgrund der total unterschiedlichen Fraktionen kombiniert mit dem tollen Spieldesign derzeit davon sehr angetan bin. Berichtet doch mal in einer Podcast-Folge darüber. Root hat es auf jeden Fall verdient. Beste Grüße, Martin. Und in schöner alter Tradition tun wir das jetzt natürlich. Ach, wir wären heute da. Ich dachte, ja. Ach so, na dann. Weil, das ist ja, also der Hauptspielplan ist ja ein herbstlicher Spielplan. Mhm. Und es ist ja Herbst. Ja, das passt eigentlich. Dann könnten wir doch mal so einen kleinen Herbstspaziergang machen. Dann trifft es sich gut, dass ich in unserem Nebenstudio, ich habe da letztens erst die ganzen Blätter, die jetzt schon von den Bäumen fallen, da mal reingepackt und ein neues Set aufgebaut. Lass uns doch einfach da wieder reingehen und ein bisschen durch die Gegend laufen. So, dann erstmal Jacke, Schal und Schuhe. Ach Quatsch, T-Shirt geht noch. Nee. Ja, ich weiß, du bist verfroren. Das Spiel ist doch bald. Ja, und? Ja, krank sein auf der Spiel ist doof. Ja, wird man ja auch erst nach der Spiel. Ja, komm. So. Bist du jetzt angezogen? Ja, bist du jetzt fertig. Warm? Dann machen wir jetzt mal die Tür hier auf zu unserem Nebenstudio. Und gehen rein. Ich weiß, ein paar Requisiten sind noch aus der Flügelschlagfolge, aber ich habe mich bemüht, noch mal ein bisschen was Neues reinzubauen. Ne? Mhm. Das Geld sitzt ja auch nicht so locker. Da muss man mal ein bisschen jetzt noch recyceln. Ende des Jahres ist das Budget ja fast aufgebraucht. Ja, Root. Ein asymmetrisches Spiel von Cole Werle und die künstlerische Gestaltung ist von Kyle Farren.
Und es ist erschienen bei Leder Games. Im Deutschen bei Quality Games oder Quality Beast. Auf alle Fälle aus Berlin. Die haben die deutsche Lokalisierung bzw. die deutsche Übersetzung dafür gemacht. Die sind auch auf das Spiel, habe ich schon gesehen. Und ich muss jetzt hier schon sagen, so mal ganz unter uns, wir haben jetzt ja nur das Grundspiel. Ich spiele mit dem Gedanken auf das Spiel, dir die Riverfolk-Erweiterung zu holen. Ganz genau. Weil du es auch alleine spielen willst. Nee, weil ich es nicht alleine spielen will. Eigentlich ist es ja für 2 bis 4 Spieler und mit der Erweiterung kann man es auch alleine spielen oder zu 6. Naja, es geht mir eigentlich nicht darum. Es geht mir darum, ich habe ein bisschen Bock, die anderen Fraktionen kennenzulernen. Also das hat Root bei mir schon auf alle Fälle geschafft. Theoretisch würden wir ja jetzt ganz kurz erklären, wie es funktioniert. Aber ich sage mal bei Root, das habe ich in 5 Minuten erklärt und dann ist es trotzdem nicht, ja. Also es ist halt so asymmetrisch, dass jedes der Völker, die man da spielen kann, also es gibt die Dynastien von Horst, das sind Vögel, die sind die eigentlichen Herrscher im Wald mal gewesen. Ja. Es gibt den Marquis de Katz, der hat jetzt im Moment das Sagen im Wald. Ja. Es gibt die Waldlandsallianz. Die sind von beiden einfach unterdrückt worden. Die sind so kleine Revoluzzer. Ja. Und es gibt den Waschbären, der macht so sein eigenes Ding. Genau. Der ist auch nur einer. Richtig. Das Interessante ist, wenn ich das Spiel erklären, ist halt wirklich relativ simpel. Also weil nimmt man diese Fraktionen weg, die man da jetzt hat, gibt es ja eigentlich nur eine Bewegung, indem man sich zu einer Lichtung oder beziehungsweise vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären, wie der Spielplan aussieht, weil... da kann man sich ja hier umgucken, so wie hier jetzt gerade. Ja, der ist jetzt im Großen, aber wir haben nicht die Mikros der Spielträumers, ne? Ach, stimmt. Die machen zwar ein tolles Bild, rauschen aber zu sehr, deswegen haben wir sie auch wieder zurückgeschickt. Und auf dem Spielplan sind halt verschiedene Lichtungen, wo ich was ausbauen kann und so weiter und so fort. Und auf diesen Lichtungen ist eigentlich das Hauptgeschehen. So, wie komme ich an eine Lichtung? Ich kann mich dahin bewegen, aber ich muss von einer Lichtung kommen, auf der ich Dominanz habe, oder zu einer Lichtung, wo ich Dominanz habe. Und Dominanz habe ich da, wo ich einfach mehr von meinen eigenen Tokens und Figuren habe. Und das andere, wenn ich dann, also man muss es so sagen, bei Root, es ist ein totales Konfliktspiel. Das gewinnt man nicht, indem man eine Stunde lang ein bisschen dahin spielt, sondern es geht auf Konflikt und Konflikt ist Kampf und der Kampf in Root ist relativ simpel. Man wirft 2 W10, die haben Werte zwischen 0 und 3 und der Angreifer kriegt immer den höchsten Wert und der Verteidiger den niedrigeren. Ja. Ja, wir nehmen es erstmal so hin. Es ist ja die Standard. Und dann werden entsprechend viele Figuren, je nach dem Ergebnis, also wenn ich eine 3 würfle und der andere eine 2, dann nimmt der andere 3 Figuren, also bis zu 3 Figuren weg. Wenn da natürlich nur eine steht, dann kann da nur eine weggenommen werden. Und ich kriege dann die 2 und würde 2 wegnehmen. Er kann aber nur so viele Treffer maximal machen, wie er da Figuren hat. Also wenn er nur 1 stehen hat, dann nehme ich auch nur eine weg. Das ist das gesamte Spiel. Fertig erklärt. So, jetzt kommt aber das große Aber. Aber jede von den 4 Fraktionen funktioniert halt ganz anders. Aber so richtig komplett anders. Ja. Die Vögel haben halt so ein Dekret, nennt sich das. Generell ist das Spiel nochmal in jeweils 3 Phasen unterteilt. Du hast immer so einen Morgen, einen Tag und einen Abend. Und einen Abend. Der ist auch bei allen gleich. Also bei den Fraktionen, die wir kennen aus dem Grundspiel, ist der wiederum gleich. Aber. Was man da macht, ist halt unterschiedlich. Die Horst-Dynastien müssen eben morgens immer... Karten, also es gibt auch noch Karten, ja. Das hast du noch nicht erklärt. Also es gibt 3 verschiedene Symbole nochmal, wozu diese Karten gehören. Es können Füchse, Mäuse oder Hasen sein. Die Lichtungen gehören da auch nochmal dazu, das ist wichtig. Die sind jede einer dieser 3 Möglichkeiten zugeordnet. Und es gibt noch einen Joker, das ist dann so eine Vogelkralle. Ja, weil es sind ja die Herrscher, ne? Ex-Herrscher. Die müssen eben jeden Morgen in der Morgenphase eben 1 bis 2 Karten in ein sogenanntes Dekret spielen. Und ich muss eben 1 bis 2 Karten in mein Dekret spielen. Das
ist von links nach rechts rekrutieren, also neue Vögel auf den Spielplan stellen, dann sich bewegen, dann kämpfen und danach bauen. Das musst du immer machen, in jeder Runde, genau in diesem Ablauf. Es geht von links nach rechts durch und ich muss es dort tun, wie die Karte das Symbol hat, was ich da reingesteckt habe. Was das ja cool ist, wenn du diese Joker-Karten hättest, ne? Diese Vögelkarten, die ja dir das ja überall erlauben, was zu machen. Jein, ich komme gleich da noch dazu. Das heißt, wenn ich da einen Hasen reinstecke bei Rekrutieren, muss ich jede Runde in der Hasenlichtung rekrutieren. Mhm. Zum Rekrutieren muss da aber ein Nest von mir sein. Mhm. Bewegen kann ich mich dann eben nur von einer Lichtung, wo ich dominant bin. Und wenn ich da einen Fuchs habe, muss das zwingend eine Fuchslichtung sein. Also man sieht also schon... Auch kämpfen kann ich nur auf einer Lichtung. Du bist halt festgefahren als Vogel. Du musst es halt immer genau so abhandeln. Dann am wichtigsten für die Vögel ist eigentlich das Bauen, weil die halt weitere Nester bauen dann auf dem Spielplan. Natürlich wäre es toll, wenn man überall Jokerkarten hätte. Ja. Weil dann kann ich mehr aussuchen, wo ich das mache. Ganz genau. Allerdings ist an dem Punkt, wenn mein Dekret mal nicht mehr funktionieren sollte... Dann bricht dein Kartenhaus zusammen. Richtig, dann muss ich nämlich die alle abräumen und kriege Minuspunkte. Aber für die Nester, die ich gebaut habe, kriege ich jede Runde positive Punkte. Und es ist ein Wettrennspiel, das haben wir hier noch nicht gesagt. Ein konfliktbasiertes Wettrennspiel dann, ja. Auf 30 Punkte. Genau, wer als erstes 30 Punkte hat, hat gewonnen. Punkt aus, vorbei. Das Interessante dabei ist bei den Vögeln eben wirklich, es sind die einzige Fraktion, die damit punktet, dass sie in jeder Runde Punkte kriegt. Also es gibt noch Punkte durchs Kämpfen und so weiter und so fort, aber das sind die am Ende der Runde, so wie Jasmin gesagt hat, wenn ich x Nester baue, also die Dynastie möchte sehr viele Nester bauen, damit sie relativ schnell an Punkte kommt. Allerdings, so wie du so schön sagst mit deiner Hasenkarte, wenn ich die da reinspiele, wenn ich genau das kaputt mache und du kannst nicht mehr auf dem Hasen rekrutieren, war's das. Dann kann man auch mal ganz schnell richtig viele Minuspunkte einfahren. Auch wenn ich alle meine Nester gebaut hätte. Hast du auch wieder das Problem. Auch oder auch beim Rekrutieren, das muss man ja auch bedenken. Am Anfang klingt es halt relativ simpel mit, ja, da hole ich die Leute dann raus und dann mache ich das. Aber wenn ich keine Krieger mehr habe, also wenn ich muss ja immer rekrutieren und wenn ich keine Kriegerfiguren mehr habe in meinem Vorrat, dann geht das auch kaputt. Das heißt, wir hatten ja auch schon Partien und das fand ich sehr witzig mit, ja, bitte, greif mich an. Ich gehe extra da auf diese Lichtung, damit du mich angreifst, damit die Vögel wieder zurück in meinen Vorrat kommen, dass ich die zum Rekrutieren habe. Also ich habe sie geopfert, um neue hervorzuholen. Das waren die Vögel. Aber selbst wenn du ja jede Runde baust, ist es ja dann, kannst du das nur 6-mal hintereinander machen. Ja. Wenn es optimal läuft, danach kannst du es nicht mehr machen, wenn keiner was kaputt gemacht hat. Also ich habe die Vögel auch schon gespielt und bei mir haben sie überhaupt nicht funktioniert, weil ein Problem halt das Kartendeck ist. Wenn du am Anfang Vogelkarten kriegst, ja, die Gefahr ist da, dass durch das Zusammenstürzen du ja Minuspunkte kriegst, aber ich muss die erstmal auch bekommen. Und als ich die Vögel gespielt habe, ich habe da nur Fuchskarten und Mauskarten bekommen und das ist, bei mir ist die Dynastie eine nach der anderen untergegangen. Ich kam auf keinen grünen Zweig. Was auch noch interessant ist, ist, es gibt verschiedene Leader, also Anführer für deine Dynastie. Und die geben dir schon mal vor, wo du 2 Joker-Karten liegen hast, die fest sind, damit du halt zumindest irgendwas machen kannst. Ja, das ist ja bei den Anführern, der eine ist mehr so auf Konflikt gebürstet, das heißt, da habe ich natürlich mehr rekrutieren und kämpfen. Der andere ist mehr auf Expansion aus, wo ich dann eher... Also hast du auch nochmal strategische Möglichkeiten, also vermutlich wird es dir einmal zusammenbrechen und welchen nehme ich am Anfang, welchen nehme ich danach oder... Versuch halt gleich mit einem 30 Punkte zu kriegen, ist schwierig. Ja, das Ding ist, ich habe immer gedacht, die Horst-Dynastie ist so eine, die man einem Anfänger geben sollte von Root, weil die ja relativ simpel ist. Du musst ja nur das ausführen, was da nacheinander geht. Aber du musst dich auch entscheiden, das zu tun und du musst planen, dass das mehr als eine Runde lang funktioniert. Richtig, der Knackpunkt liegt hier halt beim Planen der Horst-Dynastie und nicht in dem reinen Spielen. Bei mir die Horst-Dynastie nicht unbedingt eine meiner Lieblingsfraktionen, muss ich sagen, weil ich da zu viele negative Erfahrungen gesammelt habe. Oh, ich mag die schon ganz gerne. Ja, weil es bei dir funktioniert hat, ne? Nee, ich habe die ja 2-mal schon gehabt jetzt. Also ich habe mittlerweile alles gespielt und
die zweimal und das eine Mal hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Ja, also das kann durchaus passieren. Dann die Katzen, die neuen Herrscher des Waldes. Das spiegelt sich übrigens auch beim Aufbau des Spieles wieder, weil die Horstenassinen, die haben nur eine Lichtung. Ja. Und Markide Katze ist eigentlich überall. Genau. Die wollen Gebäude bauen. Also die generieren Punkte dadurch, dass sie im Grunde genommen Gebäude bauen im Wald. Und jedes Mal, wenn sie ein Gebäude bauen, kriegen sie Punkte. Also hier ist es wieder ein kompletter Gegensatz zu den Horstdynastien schon, dass sie eben nicht am Ende jeder Runde punkten, sondern wirklich aktiv dafür den Wald zerstören müssen. Problem bei den Katzen, denen geht nach hinten raus ein bisschen die Luft raus. Also sie sind am Anfang recht stark, weil die Gebäude recht billig gebaut werden können. Wobei bei den Katzen das sich auch wieder anders spielt, weil da habe ich ja kein Dekret, was ich durchgehe, sondern ich habe einfach drei Aktionen. Beziehungsweise mit Karten kann ich nochmal mehr Aktionen bekommen. Und ich will halt bauen, 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 bauen. Irgendwann ist der Wald aber fertig gebaut, weil ich ja auch nur bestimmte Anzahl an Tokens setzen kann und ich auch nur eine bestimmte Anzahl an freien Bauplätzen habe, die man da zur Verfügung hat. Und dann muss ich halt irgendwo in den Kampf gehen. Also muss ich irgendwie anders vielleicht Punkte bekommen. Dafür ist es ja so, wenn jemand dir was kaputt macht, hast du ja wieder was, was du bauen kannst. Ganz genau. Das ist es ja wieder. Also das macht, da fängt es schon bei Root an, dieses, ja, mach das mal bitte kaputt, damit ich das wieder günstig bauen kann und damit dann wieder zwei Punkte bekomme. Das Problem ist, wenn der andere mir was kaputt macht, kriegt er für das Gebäude, was er zerstört, bei mir halt auch nochmal einen Siegpunkt, ne? Und das ist nicht ganz so einfach. Ich finde, die Katzen sind wirklich eine der Fraktionen, die für Anfänger, die das Spiel einfach erstmal nur lernen wollen, relativ einfach zu spielen ist, weil man nicht so viel beachten muss. Wirst du jetzt bei jeder Fraktion sagen, dass das für Anfänger ist? Nee, ich finde die Waldland-Allianz und den Waschbären finde ich relativ schwierig. Oh, da ist ein Eichhörnchen. Ja, aber ich würde da nicht so... Das sieht so ein bisschen böse. Nee, das ist so süß ist das, glaube ich nicht. Seit wann tragen Eichhörnchen Schild und Schwert? Das hat doch gar keinen... Doch. Ja. Wir nehmen es erstmal hin und gehen einfach mal weiter, ne? Mal sehen, was da ist. Und Eichhörnchen finden sich aber rein thematisch bei der Waldland-Allianz wieder, im Grunde genommen. Das sind so die Rebellen, die sich gegen ihre Unterdrücker auf. Ich würde mich auch gegen den Marquis de Katz aufregen. Und auch gegen die Katzen. Das ist meine Lieblingsfraktion. Hast du mit der schon mal gewonnen? Nein, aber ich spiele sie gerne. Irgendwie. Das ist ja auch überschaubar, weil am Anfang bist du ja noch nicht mal auf dem Spielplan. Nö, am Anfang ist so ein Gefühl im Wald vorhanden, dass hier das nicht so gut läuft alles. Ne? Dann geht's aber halt richtig los mit denen. Also die versuchen Sympathie zu generieren mit entsprechenden Karten. Und da heißt es bei den anderen, wehret den Anfängen. Ja, so ungefähr. Also als Waldland-Allianz kriegt man gleich von Anfang an was auf den Deckel, weil die wie so eine Schneelawine sind. Erst ein bisschen und dann immer mehr und am Ende kann man sie eigentlich nicht mehr stoppen, weil sie sich halt wirklich in dem gesamten Wald ausbreiten. Und eine große oder ein großer Vorteil der Waldland-Allianz ist halt, sobald ein Gegner auf eine Lichtung kommt, wo die Waldland-Allianz Sympathien hat, muss er der Waldland-Allianz eine Karte abgeben. Wenn er das nicht kann, ist nicht schlimm, weil die Waldland-Allianz, sodass man immer mehr Anhänger kriegt. Und je mehr Anhänger ich habe, desto mehr Krieger kann ich rekrutieren, desto mehr Offiziere kann ich rekrutieren und das gibt mir dann auch wieder Punkte. Nein, du musst Karten abgeben, passend zu den Lichtungen, um da Sympathie zu verbreiten. Oder um dann später eine Runde später eine Revolution anzetteln zu können. Weil Revolution anzetteln kommt vor Sympathie verbreiten. Ja, das ist das Problem dabei. Also, aber das will man natürlich verhindern, weil wenn du eine Revolution auf einer Richtung machst, werden nämlich alle anderen Tokens da abgelegt. Mhm. Und Leute, die da so sind. Und das Besondere bei der Waldland-Allianz ist, wenn man sie angreift, beim Kampf wird das Ganze umgedreht. Das heißt, die Waldland-Allianz, beim Würfeln kriegen die dann aber den höheren Wert beim Verteidigen. Und das ist natürlich so eine, also allein diese Angst, das finde ich dann schön in diesen Partien, wenn ich dich jetzt angreife, du kriegst ja den höheren. Oh, dann würfel ich eine 3 und eine 1 und dann, das
Also die profitieren schon durch die Angst. Du musst sie mit Masse angreifen, weil wenn die da nur einen stehen haben, können sie ja trotzdem nur einen machen, auch ja, wenn sie eine 3 kriegen. Das ist aber, wie gesagt, die Waldland-Allianz, die spiele ich besonders gerne, weil ich mich dann halt auch so ein bisschen so diesem revolutionären Gedanken ja, verpflichtet als führe. Ja, DDR. Hast du damit was angefangen? Wo ich gar keine Ahnung habe, ist der Waschbär. Weil den hast du nur bis jetzt gespielt. Ja, der ist halt eine Figur nur, mit dem man halt da so rumläuft. Und in Ruinen findet man halt so Gegenstände. Es gibt auch noch Gegenstände, die man herstellen kann. Die, mit denen man Siegpunkte generieren kann. Ja. Also im normalen Spiel, wenn der Waschbär nicht dabei ist, bringt mir das einfach Siegpunkte. Aber wenn der Waschbär dabei ist, dann kann der mit diesen Gegenständen eben auch was machen. Und der kann dir auch Karten schenken, der Waschbär. Der ist total nett. Ja. Der läuft rum und schenkt dir Karten und baut so seine Beziehung zu dir aus. Warte mal, wenn der mir Karten schenkt, kriegt er doch da Siegpunkte dafür, oder? Ja. Nein, das ist doch nicht gut, weil der will ja und auch du kannst dich nicht dagegen wehren, dass man dir was schenkt. Nee, das gilt ja, ne? Also nee, so lieb scheint er mir dann doch nicht zu sein. Doch, der ist total nett. Nein. Doch, und der macht so Aufgaben, so Lichtungen bewachen oder sowas. Also der hat Aufgabenkarten, die er halt erfüllen muss oder sollte, um Siegpunkte zu generieren. Und für die Aktionen, die er macht, braucht er eben diese Gegenstände. Da gibt es so Stiefel zum Laufen und Schwerter zum Kämpfen. Obwohl, kämpfen nein, man schenkt braucht ja. Braucht man ja für die Aufgaben, die man erfüllt. Also zum Bewachen zum Beispiel. Eine Fackel und ein Schwert. Trotzdem kriegst du als Waschbär eins auf den Deckel. Ne? Also das ist nicht vermeidbar. Ja, ganz am Ende habe ich besonders viele auf den Deckel gekriegt, weil es absehbar war. Ja, aber es ist, wie ist jetzt der Waschbär im Vergleich zu den anderen? Also weiß nicht, also meine Strategie bei Root, egal was ich spiele. Nicht nur deine Strategie bei Root, deine Strategie prinzipiell, wenn du mit Leuten spielst. Wir müssen jetzt noch dazu sagen, bei Root haben wir extra nochmal auch einen Dank an Sebastian und Michael da draußen, die uns besucht haben, damit wir genug Root-Partien auch mal gespielt haben mit unterschiedlichen Spielern Fraktionen auch. Und so weiter. Meine Strategie besteht ja, darin, bei fremden Leuten, egal, ja, bei jedem erstmal Spiel, jeden davon zu überzeugen, dass ich keine Gefahr bin. Und ich sage jedes Mal, unterschätzt sie nicht gleich von Anfang an drauf, auch wenn sie da so tut, als ob sie da Tränen in den Augen und oh, wie könnt ihr dann und so weiter. Also so ein bisschen Damsel in Distress, richtig. Nein. Ich schenke dir sogar eine Karte, ne? Nein, hier. Da muss man komplett. Brauchst du doch die Karte, ja, ja, oder? Bei dir muss man komplett drauf und die sehen das nicht. Ne? Die haben ein bisschen Mitleid mit dir und lassen dich dadurch gewinnen. Man erinnere sich es an. Es funktioniert sehr gut. Also der Trash-Talk am Tisch bei Root ist halt auch richtig klasse. Mhm. Man versucht halt eigentlich immer, die anderen Mitspieler davon zu überzeugen, dass der andere ja, am Tisch ja eigentlich die Gefahr ist und nicht man selber, weil, oh, guck mal, wie weit ich noch zurückliege mit den Punkten, der hat doch schon viel mehr. Oder guck mal, der Jan mit der Waldland-Allianz, den müsst ihr von Anfang an niederhalten, von Anfang an. Mhm. Und da wurde man dann von Anfang an niedergehalten. Mir macht Root auch richtig Spaß, aber es ist, wie gesagt, ein konfliktbasiertes Wettrennen. Also ich muss damit leben können, dass ich was auf den Deckel bekomme. Und dass ich durchaus so auf den Deckel bekomme, dass ich vielleicht nur mit 4 oder 5 Punkten am Ende der Partie rausgehe. Dass ich wirklich keine Chance habe oder sowas. Das passiert. Wer damit leben kann, und das können wir ja, der findet ein richtig klasse Spiel vor sich, finde ich. In ein paar Sachen sind die Regeln da, haben wir am Anfang sehr oft gelesen. Es gibt ja natürlich auch noch eine alternative Art zu gewinnen, als 30 Punkte zu haben. Genau. Die dir den Sieg gebracht haben. Ja, das fand ich gut. Also ich habe das noch nicht benutzt, andere schon. Ja. Es gibt noch so Bedingungskarten, Dominanzkarten, ja, die sagen dann zum Beispiel, kontrolliere 3 Hasenlichtungen am Anfang deines Zuges. Genau. Also man muss mindestens 10 Punkte haben, um sowas ausspielen zu können. Aber ab dem Zeitpunkt hast du keinen Punktemarker mehr und kannst nur noch über diese Bedingungen gewinnen. Genau. Das kann natürlich sehr schnell gehen, aber wenn alle anderen natürlich wissen, worauf du spielst, dann kriegst du auf den Deckel. Kriegst du auf den Deckel, genau. Und besonders lustig wird es, wenn 2 Leute das getan haben und dann sich gegenseitig genau, in Schach halten müssen.
Das war eine sehr lustige Partie. Beide spielen halt die Dominanzkarte aus und beide spielen die Dominanzkarte so oft, dass es nicht unterschiedliche Dominanzen sind mit habe zum Beispiel drei Fuchslichtungen und habe drei Hasenlichtungen. Nein, es war habe also drei Hasenlichtungen. Und kontrolliere zwei an gegenüberliegenden genau. Ecken. Genau, und das Problem war, die gegenüberliegende Ecke war eine Hasenlichtung. Richtig, Da sind alle Energie von den beiden, also von Sebastian und Michael, nur da reingegangen, dass der andere nicht gewinnt. Ich hätte mal prophezeit, dass es nur noch zwei Runden gewesen wären, wenn die das nicht gespielt hätten. Ja. Und dann hätte einer von beiden gewonnen gehabt. Aber so haben wir noch ein paar mehr Runden gespielt. Und wir haben jedes Mal davon, du musst den in Schach halten, weil sonst gewinnt er jetzt gleich. Ja, das konnten sie natürlich nicht zulassen, richtig. Und dann hatte ich als Waschbär noch genug Zeit, selber Punkte zu machen. Ja, auch ich dann als Waldland. Also dadurch, dass die wirklich sich dann rausgenommen haben aus dem Spiel und sich so ein bisschen kalter Krieg-mäßig in Schach gehalten haben. Der war nicht kalt, der Krieg, der war nicht gut, der kalt. Der war schon ein bisschen heiß. Und konnte ich auch noch als Waldland-Allianz durchaus was machen. Ich habe natürlich auch immer wieder was auf den Deckel bekommen, weil dann zum Beispiel ja die Horst-Dynastie, die irgendwie eine Ecke hatte, dann gesehen hat, da muss ich jetzt mal reingehen und den auf den Deckel hauen, nicht, dass der rüberkommt und das ja alles kaputt macht. Dekret erfüllen. Und auch das Dekret muss erfüllt werden. Guck mal, es gibt Wildkatzen hier in deinem Wald. Nee. Doch? Nein. Guck mal hier, der Bestellzettel, da steht nichts von Wildkatzen. Ich habe nie welche bestellt. Und warum tragen die Bäume durch die Gegend? Sehr suspekt. Ich muss da nochmal mit dem Lieferanten telefonieren. Nach der Folge haben wir da noch Zeit. Also Root macht Spaß. Lebt von den Ereignissen, die da am Tisch passieren. Und wie ich ja vorhin schon sagte, ich bin eigentlich kurz davor zu sagen, ich möchte auch die Erweiterung haben. Und nicht nur, weil ich alleine spielen möchte, sondern weil ich auch noch die anderen Fraktionen halt kennenlernen möchte. Was man aber auch noch sagen sollte unbedingt ist, auch wenn es putzig aussieht, ne? Also ich habe halt diese kleinen Figuren mit den großen Kulleraugen und also das Spiel ist auch so, dass es eigentlich ein Wargame ist. Also diese klassischen Dinger, wo ich ja eigentlich nur mit Tokenplättchen hin und her schiebe und so weiter und so fort, ist jetzt ein bisschen auf ein anderes Szenario gepappt worden. Aber davor sollte man sich natürlich in Acht nehmen. Deswegen hier nochmal die Warnung an unsere Zuhörer da draußen. Konfliktbasiertes Wettrennspiel. Konflikt mit, also ich würde jetzt Ausrufezeichen in dick gedruckt mit großen Buchstaben. Ja, das war ein Vogel, der hier da. Der ist aber ziemlich uns tief geflogen. Ja, ein großer Flieger. Vogel. Ich dachte, im Wald fliegen nur Habichte. Ja, ich glaube, das ist. Lass uns mal langsam Richtung Ausgang wieder gehen. Ja, die Runde ist ja auch fast vorbei. Also so. Ja, so, ne? Also, hast du noch was zu sagen zu Root? Also, ich finde es klasse. Es macht einfach Spaß. Es ist natürlich kein Spiel eigentlich, zu zweit macht es nicht so viel Spaß wie richtig mit drei oder vier. Also je mehr Fraktionen dabei sind, desto geiler. Allerdings, es wird auch besser, je öfter man es gespielt hat. Das absolut. Die Erfahrung der Leute mit den verschiedenen Fraktionen sollte halt auch da sein. Mhm. Das ist halt das Problem. Wenn du nur deine eigene Fraktion kennst, ja, und nicht weißt, was die anderen machen, weißt du ja auch nicht, worauf du achten musst, genau, um einzuschätzen, wie viele Siegpunkte können die denn jetzt in der nächsten Runde zum Beispiel machen. Das Problem hatten wir halt bei den ersten Partien, da haben wir die Waldland-Allianz total, ja komm, der macht da was, wupp, 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 und dann war Feierabend, ohne dass wir da was machen konnten. Also es ist, da gebe ich dir absolut recht, ein Spiel, das lebt davon, dass ich es mehrmals spiele. Also ich würde auch keinem empfehlen, ein Root so zu spielen, für den Spieleabend mal mitbringen. Zack, hier ist es. Ich bin ja erfahren. Ich erkläre euch das. Wir spielen das. Du spielst das nur das erste Mal und damit hat sich das erledigt. Weil dann wird der andere keine positive Erfahrung haben und wird es nicht nochmal spielen wollen unbedingt. Also man muss es wirklich so definieren, glaube ich, dass du sagst bei Root, wir machen eine Einführungspartie.
damit du einfach nur verstehst, wie das Spiel funktioniert, vielleicht wie deine Fraktion, und dann werden wir es aber irgendwann nochmal spielen danach, weil nur dann kommt der Spielspaß. Also es ist kein Gateway-Game, wie man heutzutage sagt. Absolut nicht. Also es ist schon auf Expertenniveau, also sagst du mal noch? Ja, ich würde schon also eher, von Wargames ist es schon ein einfacheres. Ja, von Wargames schon, aber wenn wir jetzt nur auf die normale, würde ich schon sagen, du musst da ein bisschen Zeit und Lust investieren. Das auf alle Fälle. Ja, es ist kein Spiel, was man halt nur so einmal spielt. Nee. Sondern es wirklich, es lebt davon, von der Erfahrung der Spieler auch, und dann wird das auch nochmal ganz anders. Es gibt ja auch noch, haben wir noch gar nicht gesagt, auf der Rückseite noch einen Winterspielplan, der nochmal anders ist, wo die Lichtungen anders verteilt sind. Genau, die sind dann zufällig aber verteilt. Aber für Winter haben wir kein Budget. Nee, für Winter haben wir kein... Sag mal, das ist doch Schlachtenlärm, der hier ist. Irgendwas läuft hier schief. Und das Problem ist, der Schlachtenlärm ist jetzt genau vor uns auf dem Weg raus hier. Lass mal ganz leise hier links machen. Ich glaube, mein Requisitenbauer hat das Route-Thema etwas zu ernst genommen. So, ganz vorsichtig. Vorsicht! Scheiße, die schießen auf uns. Lass mal da drüben hinlaufen. Ich glaube, da ist ein hohler Baum. Boah, ich will doch nicht rennen. Na komm, Mensch, du bist doch hier rein da. Komm rein jetzt mit dir da in den hohlen Baum. Und, so, jetzt sind wir hier. Aua! Noch, ja, aber jetzt. Ist eng hier. Ja, jetzt sind wir hier erstmal ein bisschen in Sicherheit. Also, abschließend, Root finde ich immer wieder geil. Ne? Und hier ist kein Platz für Root. Nee, hier ist kein Platz für Root hier drin. Und ich bin mal gespannt, wie es dann halt in Zukunft weitergeht, wenn wir das hier überleben. Was dann da ist. Ne? Aber wir wollen doch auf die Spiel. Ja, ich glaube, wenn wir ganz leise sind, dann überhören die uns und dann hat sich das erledigt. Aber. Kommt ihr ja näher. Ja, da kommt irgendwas. Sag mal, der hackt doch jetzt nicht etwa. Oh, Scheiße. Scheiße. Okay, liebe Zuhörer, wir versuchen irgendwie hier rauszukommen. Bis dahin, viel Spaß beim neuen Brettspielrätsel. Hallo und willkommen zu Das kleine Kind erklärt wieder eine Brettspielschachtel. Hallo kleines Kind. Hallo. Du hast heute dir wieder ein Spiel ausgesucht aus dem Brettspielregal? Ja. Warum hast du dir das ausgesucht? Weil das halt einfach toll aussieht. Und jetzt bist du der Meinung, die Zuhörer da draußen kriegen jetzt wieder eine tolle Erklärung von dir? Ja. Okay, willst du anfangen? Oder willst du mal kurz Luft holen? Einmal noch. Ich will mal Luft holen. Dann holen wir nochmal beide Luft. Und du darfst anfangen. Also, auf den großen ist da so eine Achterbahn mit Menschen. Und dann ist der in der Luft noch bei Heißluftballons. Das an noch ein Flickdinosaurier. Ja, du hast jetzt gesagt, auf den beiden Schachteln, weil du hast, da ist ja noch eine Schachtel dabei, die du dir rausgezogen hast. Ja, die ist ein bisschen dünner, aber wenn man das zusammen macht, ergibt es das gleiche Ergebnis. Dann ist das doch so ein Riesenrad, was nur gelb ist, und hinten dran ist dann noch so eine Stadt. Willst du noch erklären, welche Farbe die Schrift hat? Rot und weiß und gelb. Okay. Mehr nicht. Glaubst du, das reicht? Ja, das reicht natürlich. Und ein blauer Himmel. Und ein blauer Himmel. Willst du noch vielleicht, guck mal, was da rechts, ich glaube, das hilft auch noch, was da oben zu sehen ist. Da sind 5 UFOs, 4 kleine, die rote Strahle haben, und ein großes, was ein grüne Strahle hat. Super. Hast du perfekt gemacht wieder. Ich sag Dankeschön. Und jetzt verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen. Ja, schließ mal zu. Ja, also hat mir hier, also das
ordentlich zugeschlossen. Ich meine, in Zukunft. Du musst ihn echt mal anrufen. Erstmal müssen wir jetzt hier ein Dings besorgen, einen Untier, wenn ich da, also einen, ja, weißt schon. Und nicht kein Unkrautvernichter, sondern einen, der für die Tiere zuständig ist. Kammerjäger. Genau, der Kammerjäger. Aber. Ja, aber. Adler sind zwar bei uns nicht heimisch, aber du darfst sie auch nicht einfach so vernichten. Es ist bei uns im Studio, das ist exterritoriales Gelände. Das untersteht keiner Nation. Also das geht dann schon, ne? Da mache ich ja die Rechte. Woher hat er denn die Tiere? Das frage ich mich auch, wo er die, oh Gott, nee, vielleicht sind wir in irgendwelchen internationalen Schmuggel verwickelt. Wer weiß. Also, ja. Neues Rätsel von der Kleinen. Wie üblich gilt, wenn ihr es wisst, schreibt uns per Mail, Twitter, Instagram, auch auf YouTube, wo wir ja jetzt auch sichtbar, hörbar sind, könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Oder Kommentare. Oder auf die Gefallen, dass andere dann sehen, was ihr für die Lösung genau haltet. Oder natürlich auch die obligatorische Post im Rhein würde auch funktionieren, wenn ihr flussabwärts wohnt, von Ludwigshafen aus. Oder eben immer noch hat uns keiner eingeladen und uns das gesagt. Das finde ich schon. Doch, der Nico hat uns eingeladen. Nein, also der hat uns nicht eingeladen. Also der hat uns eingeladen, als er die Lösung noch nicht wusste. Das ist ja ein Unterschied, ne? Ja. Aber so. Ihr könnt uns die Lösung auch nächste Woche auf der Spiel sagen. Bei Meet and Play. Bei Meet and Play. Jetzt wissen wir, dass wir so circa 14.30 Uhr dort aufschlagen werden. Vielleicht sogar erst 14.05 Uhr. Also wir haben noch einen Termin von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Der Termin ist in Halle 3 und wir brauchen natürlich nochmal von Halle 3 ein bisschen zum Meet and Play. Also ich hoffe mal. Deswegen sagte ich circa. Ja, also wir werden aber auf alle Fälle, wenn ihr um 15 Uhr vorbeikommt, sind wir auf alle Fälle da. Warum solltet ihr vorbeikommen? Es gibt was ganz, ganz Cooles bei Meet and Play. Es gibt Eis? Eis? Ja, richtig. Jürgen Kahler und Nico Wagner und gewisse andere Leute aus dem Bibelnetzwerk haben irgendwas von Eis erzählt. Nein, du hast gesagt cool. Ah ja, deswegen ja. Also ich glaube, die wollen Eis da verteilen oder sowas, ne? Sie wollen irgendwas, wollen sie Nein. verteilen. Spaß beiseite. Wir haben ein ganz tolles... eine ganz tolle Kooperation. Eine Kooperation, richtig, danke. Ja. Und es gibt Promos. Mhm. Und zwar gibt es Promos von den Spielträumers und von uns. Genau. Und zwar den ultimativen Siegpunkt. Ja. Den könnt ihr bei uns bekommen. Oder bei den Spielträumers. Oder bei uns beiden. Was ist der ultimative Siegpunkt? Der ultimative Siegpunkt erlaubt es dir, wenn du einen davon hast, am Ende einer Partie nach der Wertungsphase diesen einen Siegpunkt einzulösen und so einen Siegpunkt mehr zu haben als wer anders. Das kann manchmal entscheidend sein, ne? Ja, denken zum Beispiel, wenn beim Tiebreaker hinten liegt. Dann kann man das nochmal rausholen. Oder denken wir an das letzte Clank in Space, ne? Da hätte man dann vielleicht auf den Tiebreaker spielen können. Dann hätten gewisse Tobiasse dann doch gewonnen, weil sie ja mehr Geld hatten als die Leute. Ich habe übrigens gewonnen bei Clank in Space, die da einen Punkt mehr hatten. Ja, aber du hast ja gesagt, es gibt ja zwei. Warte. Der muss natürlich danach vernichtet werden. Ja, das ist einmaliger Gebrauch. Richtig. Man kann diesen Siegpunkt nur mit einem anderen ultimativen Siegpunkt kontern. Das heißt, wenn ihr den Spielträumer-Siegpunkt einlöst, um einen mehr zu haben, könnt ihr einen Brettspielrunde-Siegpunkt nutzen, um den zu kontern. Um euren Sieg nochmal zu untermauern. Aber nicht einen gleichen, also keinen Spielträumer-Siegpunkt. Nein, das geht nicht. Nein. Ihr könnt aber auch, wenn ihr beide habt, am Anfang der Wertungsphase, also bevor ausgezählt wird, beide einsetzen, um zu sagen, ich habe gewonnen. Gibt es auch keinen Einspruch oder sonst was, selbst wenn die anderen dann noch auszählen und sagen, die lassen das nicht gelten. Ihr wisst ja, dass ihr gewonnen habt. Ganz genau. Das haben wir auch abgeklärt, alles rechtlich, also mit der International Foundation of Ludologie. Die haben gesagt, ja, ist angenommen, also ist eine allgemeingültige Regel, also weltweit. Wenn die anderen das nicht wissen, ist es halt deren Problem. Also das könnt ihr machen. Natürlich ist sie nur deutschsprachig. Die ist noch nicht lokalisiert. Nee, so weit sind wir nicht. Nee. Das ist, weil man muss dazu sagen, diese Idee dazu, die hatten die Spielträumers und wir
getrennt voneinander, also zwei Dumme, ein Gedanke war das dann wirklich, wobei die Spielträumers da ein bisschen diese Starthilfe mitgegeben haben. Also nochmal, danke Daniel, danke Ingo. Ja, in harten Verhandlungen haben wir dann die Bedingungen für die ultimativen Siegpunkte herausgearbeitet. Genau, die Anleitung steht auch nochmal drauf. Wie es funktioniert. Genau. Und auch die genutzt werden, um eine Partie zu gewinnen, müssen natürlich nachher zerstört werden. Und das Besondere daran, sie sind limitiert. Wir wollen natürlich auch wissen, wenn ihr das gemacht habt, deswegen gibt es einen entsprechenden Hashtag. Und wenn ihr das macht, postet es auf Twitter, auf Instagram, irgendwo, dass wir einfach mal sehen, wie es ankommt. Unter dem Hashtag ultimativer Siegpunkt. Also wenn ihr welche bekommen wollt, dann könnt ihr die zum Beispiel auf dem Meet and Play abholen. Genau. Oder uns auch sonst irgendwie ansprechen. Ganz genau. Also wenn ihr uns seht auf der Messe, könnt ihr uns durchaus ansprechen. Ihr kriegt diesen ultimativen Siegpunkt dann ausgehändigt oder eben, wo wir garantiert sind, auf dem Meet and Play. Vielleicht legen wir auch noch ein paar so einfach aus in der Messe bei einigen kleinen Verlagen oder sowas. Das müssen wir mal sehen. Aber das ist ein ganz heißes Ding, ne? Also das ist, wie Jasmin sagt, es ist limitiert. Und natürlich, vielleicht machen wir das im nächsten Jahr wieder, das werden wir jetzt mal sehen, wie der Erfolg davon ist, auch immer höher gehen, also wie bei Magic. Also der ultimative Siegpunkt aus der ersten Serie ist immer der beste, ist ja klar. Wird ja auch weniger mit der Zeit. Ansonsten, ja, Essen haben wir ja schon gesagt. Auf alle Fälle hier noch ein Hinweis an Matthias von Frosted Games. Beim Meet and Play werden wir auch eine Runde Time Chase spielen. Also ich hoffe, wir kriegen es von Renegade gekauft, das Time Chase, dieses Stichspiel mit in die Vergangenheit zurückreisen. Ich werde mir auch noch die Regeln antun, sodass wir es am Freitag auch spielen können. Also wenn ihr Lust habt auf Time Chase, das vielleicht vorher zu spielen, bevor ihr es kauft, habt ihr die Möglichkeit am Freitag auch noch dazu. Also zum Discoveries gibt es auch noch ein Time Chase bei uns am Tisch. Aber nicht zum Mitnehmen. Nee, also bei Discoveries nicht, da gibt es dann auf die Hände. Und bei Time Chase dann auch. Aber das wäre die Möglichkeit für Matthias. Der wollte es ja spielen, dass der dann mal schnell vorbeikommt, eine kleine Runde spielt und dann schnell zurück. Weil ich meine, wenn bei Matthias am Donnerstag alles ausverkauft ist, dann braucht er auch nicht die ganze Zeit am Stand sitzen. Ne? Das stimmt. So, ansonsten sind wir noch irgendwo anzutreffen. Ich glaube nur so dann in den Hallen, wenn wir da umherlaufen. Ja. Ne? Also eine direkte Lokation haben wir da dann nicht. Habt auch keine Angst, uns anzusprechen. Wir sind auch nur ganz normale Podcaster und Blogger. Ganz normale Brettspieler. Ansonsten die nächste Folge, ich meine, jetzt sind wir auch schon relativ gut durch, ist dann nicht am kommenden Sonntag. Sondern am Montag. Ganz genau, die Folge. Weil wir ja dann unsere Eindrücke von Essen nochmal zusammenfassen wollen. Und wir kommen ja erst am Sonntagabend wieder, da ist ja spät. Und dann müssen wir es ja erst am Montag erst aufnehmen und du musst es schneiden und dann deswegen wird es die Folge dann erst am Montag geben. Genau, also die Folge 46 am Montagabend wird sie dann veröffentlicht. Um was es da geht bei Folge 46, also ob wir dann nur einfach unseren Trip erzählen, wie er war. Ja, davon gehe ich aus. Ob wir auf einzelne Spiele vielleicht auch, also hört einfach rein, ich glaube... Das wird ein bisschen, also was man da natürlich hat, das Problem, wenn wir sagen, das Spiel war toll, dann ist die Spiel ja schon vorbei. Also dann muss man gucken, dass man da irgendwie rankommt. Es ist übrigens Folge 47. Es ist 47. Hm. Ist das die Folge 46 gerade? Oh, habe ich mich ja schon vertan. Das heißt, wir sind ja auch schon fast die 50, ne? Also das ist ja doch ganz schön interessant, wie schnell das dann doch geht. Das war's dann auch. Ich traue mich schon fast zu sagen, das war's dann für dieses Jahr, weil das ja, bei den Brettspielern ist ja immer nur von Spiel zu Spiel. Wir sehen uns dann, wir hören uns dann im neuen Jahr, also nach der Spiel, am ersten Tag des neuen Jahres. Genau. Des neuen Brettspieljahres. Ja, allerdings ohne Feuerwerk. Ne? Ja. Das gibt's nicht. Nee, es gibt neue Spiele, das reicht auch. Das reicht. Also, genau. Wir danken dann für das Jahr, muss man sagen. Und hoffen euch auch weiterhin im nächsten Jahr, im nächsten Brettspieljahr, richtig bei uns zu haben. Und damit ihr uns nicht verpasst, ihr könnt uns kostenlos abonnieren. Entweder ganz normal über den RSS-Feed in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir sind auf Spotify vorhanden und auch auf YouTube. Also da kann man uns auch abonnieren.
Und da muss man irgendwie sagen und die Glocke aktivieren, damit ihr mitkriegt, was das ist. Jeden Sonntag halt. Richtig, oder spätestens Montag, je nachdem, wie lange der Rechner zum Rendern braucht. Ist halt ein alter Rechner, ne? So kleine traurige Geschichte. Brettspielrätsel haben wir auch schon gesagt, einfach an uns die Lösung schicken und dann gucken wir mal, ob es richtig ist, was ihr da herausgefunden habt oder nicht. Und bis dahin sagen wir Tschüss, oder? Ja. Ja, dann sagen wir Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.